Die Märkte gehen mal wieder den Weg des größten Schmerzes vor dem heutigen kleinen Verfall. Wir sehen den Nasdaq mit einer impulsiven Rallye. Wir sehen aber auch, dass der Dollar weiter steigt. Wir sehen gleichzeitig, dass die Renditen für Staatsanleihen weiter steigen. Was stimmt da nicht? Normalerweise sind diese Märkte negativ korreliert. Nasdaq etwa mit dem Dollar, Nasdaq vor allem auch mit Staatsanleihenrenditen. Zum Beispiel mit dem Dollar ist die Sache relativ klar. Die großen Tech-Unternehmen in den USA, die machen weltweit Geschäft. Wird der Dollar zu stark? Und dann verdienen sie weniger im Ausland. Wenn sie dann Yen zum Beispiel verdienen, dann bringt das weniger Dollars. Völlig klarer Zusammenhang. Normalerweise eben profitiert Tech, profitiert der Nasdaq auch dann, wenn Renditen fallen. Aber das Gegenteil ist derzeit der Fall. Wer hat recht? Wer irrt sich? Irgendwer wird da richtig auf die Mütze bekommen. Entweder der Dollar, der derzeit richtig steigt, oder die Renditen, die richtig steigen, oder eben vielleicht doch der Nasdaq, der extrem impulsiv steigt. Und dieser Schmerz ist jetzt besonders groß, weil die Märkte sehr stark Dollar-Short positioniert waren. Man hat sich gesagt, oh, die Fed muss die Zinsen senken, da kommt eine Rezession, also raus aus dem Dollar. Dazu dann viel Trash-Talk von Druckenmiller etc. etc., die alle gesagt haben, der Dollar, der ist des Todes, der wird immer mehr an Bedeutung verlieren. Wir sehen auf der anderen Seite die Schmerzen im Anleihesektor, weil viele Investoren eben auch gesagt haben, ja, die Fed wird die Zinsen senken, die Rezession kommt, dann fallen normalerweise die Renditen für Staatsanleihen. Jetzt passiert genau das Gegenteil. Das heißt, wir haben da viele Schieflagen. Und der eine oder andere wird vielleicht auch Hedgefund vor allem schief liegen mit dem Nasdaq. Das ist allerdings weniger klar. Hier sehen wir zunächst mal den Grund der Rallye. McCarthy, der republikanische oder der Chef der Republikaner im Abgeordnetenhaus, hat gesagt, ja, wir werden hoffentlich schon nächste Woche einen Deal haben. Man hat jetzt praktisch von jeder Partei einen Beauftragten gewählt, ernannt, der praktisch die Verhandlungen führen soll. Also man reduziert die Zahl der miteinander Sprechenden. Biden will ja am Sonntag wieder zurückkommen und eine Pressekonferenz geben. Und wir sind jetzt in einer viel besseren Situation als noch vor einer Woche. Und das hat sozusagen die Märkte hier nach oben gefeuert. Man feiert die Party bereits jetzt, bevor es da wirklich eine Einigung gibt. Und ich denke, das wird noch viel, viel schwieriger, als die Märkte derzeit annehmen. However, wir sehen massives Call-Volumen hier unten. Wir sehen einen Gamma-Squeeze. Wahrscheinlich mussten dann Market Maker sozusagen aufgrund dieses extremen Call-Volumens mussten sie das jeweilige Underlying kaufen. Diese Market Maker im Optionsbereich, die wetten ja letztendlich gegen die Kunden, wenn die Kunden auf steigende Kurse setzen mit Calls im Optionsbereich und die Kurse steigen, dann würde der Market Maker verlieren, also derjenige, der die Optionen anbietet. Also muss er sich absichern, kauft dann etwa den Nasdaq Future, wenn jemand auf den Nasdaq eine Call-Option gekauft hat. Und hier sehen wir mal, das ist das höchste Call-Volumen ever, das wir hier gesehen haben. Das ist schon wirklich eine absolute Hausnummer, beziehungsweise das höchste Niveau seit 2014, was wir jetzt gesehen haben. Und da geht dann unter, dass eine Gruppe von Demokraten gesagt hat, Mensch Biden, du musst dieses 14. Amendment, diesen 14. Verfassungszusatz ziehen, rechtlich hoch umstritten. Aber warum sagt man das, wenn doch alles so Suche ist in Sachen Verhandlungen? Das muss man schon fragen. Auf der anderen Seite geht der guten Janet Yellen jetzt langsam das Geld aus. Gestern oder die neuesten Daten, die jetzt veröffentlicht wurden, 26 Milliarden Dollar weniger, sodass jetzt nur noch 68 Milliarden Dollar in ihrem Treasury-Account sind. Wir waren ja vorgestern bei 87, dann kam ein bisschen Geld rein, 94, jetzt 26 wieder raus auf 68, vor allem für Social Security, also Sozialausgaben sind das. Aber das alles fichte den Nasdaq nicht an. Ich hoffe, Sie können das sehen, vielleicht ein bisschen weit oben. Jetzt müsste es besser gehen. Hier sehen wir, wie der Nasdaq gestern rausgeschossen ist in diesem Chart von Ron Walker über sein Bollinger Band hinaus. Das passiert relativ selten, sowohl auf der Unter- als auf der Oberseite. Das letzte Mal, als wir das gesehen hatten, war das im Februar. Danach folgte eine Konsolidierung, ist diesmal auch wahrscheinlich schlichtweg, weil eben die Märkte schlichtweg überkauft sind. Und das Interessante ist schließlich, dass wir eigentlich ähnliche Muster sehen wie im Jahr 2011. Da gab es ja durchaus Stress, weil vor allem die Ratingagenturen die USA abgestuft hatten. Damals der VIX, also die Vola, wenn man so will, an den Aktienmärkten auch sehr gering, aber die Credit Default Swaps, also die Kreditausfallversicherung für US-Staatsanleihen, die sind nach oben gegangen damals.
So ist es auch heute. Jetzt hat man im Prinzip diese Einigung über diesen Debt Ceiling schon mal gefeiert. Was passiert, wenn er denn wirklich käme? Das ist die große Frage. Jedenfalls sehen wir, es sind die Dickfische, die gestern wieder profitiert haben. Wir sehen gar nicht so viele Aktien im Plus angesichts der doch sehr positiven Indizes in der Summe, aber eine Microsoft, eine Apple, eine Google, eine Amazon, eine Tesla und vor allem eine Nvidia 5% im Plus, da hat jemand wieder künstliche Intelligenz gesagt und dann ist das natürlich viele Milliarden wert. Das Wort künstliche Intelligenz ist das Wertvollste, das wir derzeit in der Welt haben. Offenkundig allein die Nennung bringt viele Milliarden Dollars, das nennt man dann wahrscheinlich Hyperinflation in Sachen Dollar gegen über KI. Jedenfalls sehen wir, dass die Marktbreite nicht besonders groß ist. Das ist fast schon Humor. Hier sehen wir massiver Anstieg etwa des Nasdaq. Das ist die advanced kleine Linie, also praktisch das Verhältnis von Aktien, die steigen, zu fallen. Knapp über Null und das wirklich bei Indizes, die massiv im Plus sind. Wir sehen hier Nasdaq gegenüber Nasdaq Equal Weight. Also praktisch der Nasdaq marktgewichtet mit den Schwergewichten drin gegen praktisch die gleichgewichteten Nasdaq, also wo jede Aktie gleichgewichtet ist, fast ein neues Allzeithoch, weil die Dickfische ebenso dominant sind. Wir sehen auch einen Riesenunterschied zwischen dem S&P 500 und dem S&P Equal Weight, also wo auch jede Aktie gleichgewichtet ist, auch hier die Dominanz wieder. Unten sehen wir diesen Riesenvorsprung mit KI. Alle Aktien, die mit KI zu tun haben, hussieren. Sonst wäre der S&P deutlich tiefer. Aber interessant ist, dass sozusagen das Auseinanderklaffen zwischen dem S&P 500 und dem S&P 500 Equal Weight begann, als die Bankenkrise begann. Das heißt, man begriff und begreift diese Tech-Aktien als vermeintlich sicherer Hafen, als wären die sozusagen völlig unabhängig von der Konjunktur. Das ist nicht der Fall. Die sind keine wirklichen Wachstumswerte mehr, eine Microsoft oder eine Apple. Es sind Zykliker, die eben auf die Konjunktur reagieren. Deswegen halte ich das eigentlich für absoluten Unsinn. Und jetzt nochmal zum Dollar, der gestern wieder massive Stärke gezeigt hat. Diesen Ausbruch, den er auf Wochenbasis hier gemacht hat, nochmal bestätigt hat. Wie gesagt, normalerweise, dazu kommen wir gleich, negative Korrelation. Jetzt gucken wir unten mal, welche Branchen denn meist, also am meisten von Dollarstärke betroffen sind, eben weil sie schlichtweg am meisten Anteil an Geschäften im Ausland haben. Und klar, eine Microsoft, eine Apple, das sind Firmen, die natürlich viel Geschäft im Ausland machen. Dementsprechend der Technologiesektor, der Sektor, der eigentlich am negativsten betroffen ist, von Materials, von einer Dollarstärke. Hier sehen wir, dass Dollar und S&P sich manchmal gleich bewegen. Das kommt schon mal vor. Das heißt, steigender Dollar, steigender S&P, fallender S&P, fallender Dollar ist aber eher die Ausnahme. Hier sehen wir mal die letzten drei Male, als das passiert ist, waren das Wendepunkte. Das heißt, dann ist einer gefallen, meistens der S&P 500, nicht der Dollar. Vielleicht ist es aber diesmal der Dollar und nicht der S&P 500. Wir werden sehen, aber auf jeden Fall hier, Michael Silver hat diese Relation sehr gut gezeigt und wir sehen weiter steigende Renditen für Staatsanleihen. Hier sehen wir mal, am Montag waren wir bei der 10-jährigen, vor allem die kurzlaufenden Staatsanleihen steigen. Ja, hier bei der 10-jährigen waren wir so knapp über 3,4%, jetzt sind wir über 3,6%. Das ist innerhalb von einigen Tagen schon ein sehr saftiger Sprung und das liegt einerseits an der Positionierung, es liegt aber auch erstens an Fed-Speakern, die sich geäußert haben, heute ja Jerome Powell, und es liegt an den Konjunkturdaten in den USA. Zunächst aber nochmal, Tech is the most crowded trade, aber man ist bärisch eben für die Konjunktur, deswegen sagt man ja, wenn die Konjunktur absäuft, dann wird die Fed die Zinsen senken, also geht man, kauft man Staatsanleihen, weil man denkt, wenn diese Rezession kommt, dann steigen ja die Kurse von Staatsanleihen, respektive deren Renditen fallen. Das genau ist der Punkt hier. Diese Umfrage der Bank of America zeigt übrigens auch, dass man eben die Investoren bereits so übergewichtet sind in Tech-Aktien wie seit Dezember 21 nicht mehr, also seit um und bei 1,5 Jahren, und dass die Investoren relativ wenig Angst haben, die Großinvestoren hier, die befragt werden, vor, dass etwas schief geht in Sachen Schuldenobergrenze. Dass man skeptisch ist für die Konjunktur, das ist verständlich, wenn wir uns vor allem die Frühindikatoren ansehen. Gestern wieder Daten, -0,6%, geht also weiter nach unten. Damit sind wir jetzt 8% gefallen, normalerweise immer ein Niveau, in dem eine Rezession kommt. Dennoch sehen wir, dass die Wahrscheinlichkeiten für doch noch weiter folgende
Zinsanhebungen respektive zumindest im Juni, dass die Zinsen weiter angehoben werden, jetzt deutlich wieder gestiegen sind, liegt jetzt fast bei 40%. Das war noch vor einer Woche oder vor eineinhalb Wochen bei 5%, 4%. Hat keiner mitgerechnet, dass im Juni nochmal die Zinsen ansteigen könnte. Und hier die Dallas Fed-Chefin Logan, die hat gesagt, ich sehe eigentlich keinen Grund für eine Pause im Juni bei den Zinsen. Das hat gestern zwischenzeitlich so um und bei 14,30, 14,45, als sie das sagte, da kamen gleichzeitig auch besser als erwartete Erstanträge. Es kam ein weniger schlechter Philadelphia Fed Index mit weiter wieder der besten Komponente Preisanstieg. Jedenfalls sehen wir, dass die Aktienmärkte kurzfristig dann reagiert haben, bevor dann dieser Debt Ceiling Optimismus reinkam. Und das ist der Pain Trade, wie JP Morgan sagt. Da sind manche Hedgefonds offenkundig auch auf der falschen Seite positioniert. Aber dennoch ballert gestern auch, der gesagt hat, ich denke, höhere Zinsen sind eine Art Versicherung gegen eine zu starke Inflation. Also der hat in dasselbe Horn gehauen. Und die Fed, die macht durchaus Fakten jetzt. Sie reduziert ihre Bilanzsumme. Die ist jetzt wieder um 46,2 Milliarden Dollar gestrumpft. Jetzt sind wir noch bei 8,46 Billionen. Damit sind jetzt etwa 75% der Bilanzsummenausweitung im Rahmen der Bankenkrise wieder rausgepreist. Wir sehen, dass das Financial Institution Emergency Borrowing wieder zugenommen hat um 3,6 Milliarden. Wir sehen, das Discount Window von der Fed ist wieder benutzt worden, 275 Millionen. Also das zeigt, die Banken müssen nach wie vor diese Notkredite in Anspruch nehmen der Fed. Und hier sehen wir, dass wir, und das ist eine historische Analogie, vielleicht tritt sie ein, vielleicht nicht. Sven Hendrik weist darauf hin, dass hier Bear Stearns war im Jahr 2008 an demselben Wochenende im März, wie das in diesem Jahr der Fall war. Und dann ist der S&P 500 massiv gestiegen. Da ging es darum, dass Bear Stearns gerettet wird, gekauft wird durch JP Morgan. Der S&P 14,5% gestiegen, in etwa so wie jetzt. Und dann ging es nach unten. Diesmal ist es sicherlich das anders, meine Damen und Herren. Das können Sie sich vorstellen. Heute 17 Uhr wichtig. Da wird der Jerome Powell sprechen, und zwar mit Ben Bernanke. Da ist die Frage, wie viel sagt er zur Geldpolitik, aber mal sehen, ob er begeistert ist über den Anstieg des S&P 500. Er wird wahrscheinlich weiter sagen, datenabhängig und so weiter und so fort. Wir werden sehen, also 17 Uhr, das könnte wichtig werden. Wenn wir jetzt nochmal nach China kommen, sehen wir den Yuan mit der starken Abwertung, also auch hier Dollarstärke sichtbar. Dollar-Yuan jetzt über 7,07 am Freitag, das ist der größte Verlust des Yuan in den letzten 3 Monaten. Auch die People's Bank of China, also die Notenbank, hat das Fixing, also die Festlegung des Wechselkurses, jetzt das erste Mal über die 7er gemacht, über die 7er Marke gemacht. Also der Yuan deutlich abwertend. Wir sehen, dass die chinesischen Tech-Werte nicht laufen, weil man sich sagt, naja, die Konjunkturdaten sind alles andere als überzeugend, viel schwächer, als man sich erhofft hatte. Und das große Problem, das China hat, die Bevölkerung schrumpft. Bereits die Großstädte schrumpfen. Wir sehen Städte wie Shenzhen, wie Shanghai, die werden weniger bevölkert. Das sind natürlich nur kleine Aderlässe bisher, aber es ist eben schwer mit einer latent schrumpfenden Bevölkerung, die ja aufgrund der Ein-Kind-Politik so massiv jetzt auch in den nächsten Jahren zurückgehen wird. Das ist gar nicht mehr zu verhindern. Dementsprechend ist es natürlich schwer, Wachstum zu erzeugen. Dementsprechend enttäuschte diese Wirtschaft, enttäuschte der Konsum. Deswegen erste Empfehlung über China. Wirtschaft enttäuscht Hoffnungen, Großstädte schrumpfen. Da wahnsinnig viele Fakten in diesem Artikel. Und Immobilienmarkt, wenn wir jetzt mal nach Europa kommen. Wien wird zum Epizentrum der Krise. Mit Stockholm der schwächste Immobilienmarkt. Beides hat Gründe. Hier sehen wir dann noch, da habe ich nochmal die Immobilien Short und nix Geld. Aber die dritte Empfehlung nach Wien ist dann das traumhafte Geschäft der Sparkassen. Die nehmen ihr Geld praktisch, was sie anlegen, auf ihrem Konto haben, das nehmen die Sparkassen, hinterlegen es bei der EZB für 3,5% Zinsen. Bombensicheres Geschäft. Wir zahlen dafür den Preis. Also 3 Empfehlungen. Ich empfehle mich jetzt auch heute kein Marktgeflüster. Wir sehen uns dann hoffentlich am Montag. Ich sage Servus und Ciao.